Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin FIFA-Keeper 2011 und ich begrüße euch recht herzlich zu Let's Play FIFA 15 Multiplayer Modus oder FIFA Ultimate Team eher gesagt. Ja, wir spielen heute wieder in Liga 5, unser nächstes Spiel, dieser mit unserer spanischen Mannschaft. Wir wollen unserer deutschen Mannschaft mal eine Auszeit gönnen und ja, wollen mal sehen, wie das jetzt mit denen läuft. Ja, suchen nach einem Gegner. Da haben wir einen oder keinen. Keinen, das heißt, wir werden das Spiel wieder verlassen und noch einmal neu suchen. Ja, wir spielen jetzt hier nach der sogenannten Preissperre, Preisspannangabe jetzt. Und ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Vielleicht ist es auch ganz gut. Vielleicht ist es ganz gut auf dem PC, da die Preise natürlich extrem hoch sind. Und ja, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn die das machen wollen, dass man nicht mehr so viel Dings kaufen kann, hier Coins, dass man die nicht mehr kaufen kann, finde ich ganz gut. Aber man kann natürlich auch keine Schnäppchen an Spieler mehr schlagen, weil das Geld oder ja, ja, wie viel die kosten sollen, ist halt vorgegeben und weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wird man sehen, würde ich sagen. Wird man sehen und es wird sich, wer weiß, vielleicht wie sich das entwickeln wird. Vielleicht ist das tatsächlich ganz gut. Zum Beispiel den Choupo-Moting, den EF Choupo-Moting, den ich gezogen habe oder gekauft habe. Ich habe ihn mir ja für 40k gekauft und jetzt steht er drinne für einen Mindestpreis von 70k. Wow! Oh, schade, schön gehalten. So, ja, das war ja so einmal, was ich dazu sagen wollte. Naja, wir werden sehen, wie das verläuft und spielen jetzt hier mal unser Spiel. So. Ja, wie wir gesehen haben, hat er ein paar Bundesligaspieler und Barclay-Spieler drin. Viel Wildcat, Sturridge, also ordentlich die Pacehorn hier am Start. Jetzt greift er ihn an. Wow. Oh, der hat ein gutes Auge. Sting. Wow. Wie viele Leute da hinterher gerade kommen. Alter Vater. Hinterher. Ja, wir sind hier heute. Heute haben wir den 10.3. Ja. Und ich warte immer noch darauf, dass ich mein Key für City Skylines bekomme. Finde das Spiel relativ gut. Ja, mal sehen, wie das hier laufen wird. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. So, zack. Mandzukic. Immer nur hier kurze Pässe, zack. Groß. Iniesta. Nein, lauf doch durch, Turan. Runter. Muss man mal grätschen und dann wird natürlich auch abgepfiffen. Ja, wenn ihr das letzte Spiel nicht gesehen habt, das war mega krass. Oh ja, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war sehr fair gefühlte Partie war das. Natürlich. Was ist denn jetzt los mit dir hier? Aber lasst das mal alles schön laufen hier. Oh, schade. Runter. Oh. Wow. Viel Work it. Ja, der Spielaufbau war zack. Aber dann ist der Ball auch schon wieder Puccicato. Ja. Kannst du den Ball doch nicht so leicht abnehmen lassen, ja. Iniesta. Oh.
Fernandinho. Lauf Abloa. Und der spielt ab auf die Außenposition. Oh, kann man mal festhalten. Ja, was ich aber auch gut finde, sind wirklich alle Preise dann gleich angepasst, hier in FIFA mit der Preisspanne, gleich angepasst mit allen Systemen. Alle Systeme sollen die gleichen Preisspannen haben. Die einen freut, des einen freut, des anderen leid. Ne? So wie es so schön heißt. Und natürlich, klar, wollen die damit dann bezwecken, dass man sich jetzt mehr die Points kauft, anstatt den Coins. Ja. Aber ich finde das eh nicht gut, dass man sich die Coins kaufen kann. Weil das verfälscht total das Marktverhältnis. Ja, man hat keine realistischen Preise da mehr. Oder vielleicht auch doch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das nicht gut. Oh shit. Toni Kroos. Mandzukic. Stecken. Lauf, Thuram. Schade. Oh. Er ist selten verletzt und warum? Weil er immer über die Grätschen springt. Kipe. Ich drücke die ganze Zeit das auf Dreieck, dass er rauskommen soll, ne? Oder Y, wie auch immer. Och, genau. Mann. Zack, durchstecken. Zack. Schade. Kein Tor hier. Ob die da draus was machen? Ja, das war zu weit. Oh, am Torwart. Und? Oh, natürlich, der Torwart war da noch am Liegen. Ich hätte das zu spät gesehen. Oh. Alberto Moreno. Abseits, ne? Ja, schade. Er ist einfach zu früh gestartet. Ja, ärgerlich. Zack. Abseits. Das könnte was werden. Oh, hätte ich aber auch gewonnen. Aber es war wohl abseits. Da bin ich mir aber überhaupt nicht sicher, ob das abseits war. Oh, 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 ganz, ganz eng. Groß. Nein! Ich hab doch den Ball gespielt, Mann. Das war ein normaler Zweikampf. Mann, ey. Das ist... Ja, Mann. Ach, das ist doch Magel, der das durchlaufen lässt, natürlich. Ja. Boah. Bedankt euch bei diesem schönen Magel, der diese wunderschöne Sequenzen durchlaufen lässt und wahrscheinlich jetzt auch die Pause. Ja, wunderschön. Dankeschön. Ganz großer Sport. Ja, sehr unterhaltsam. Ja, die Preisspanne. Können wir uns darüber ein bisschen unterhalten? Ich weiß nicht. Man wird sehen, was sie bringen wird. Achso, ja. Man wird sehen, was sie bringen wird. Und weiter geht's. Ich finde, da haben wir jetzt auch genug drüber mal geredet hier, ne? Ja, hallo, ich will doch Coentrao auswählen, der da einfach nur rumsteht. Oh, Mann. Schön. Durch. Lauf. Mandzukic. Oh, was hat der denn für eine Ballbehandlung? Walcott. Huch,
Habe ich den Spieler getroffen? Das ist aber ärgerlich. Sonst gibt's hier die lustigen Holzhackerwurf. Holzhackerwurf. Ach, gelb, das ist ja nix. Kann sich überhaupt mal ruhig holen, ne? Komm hier nicht so viel sabbeln. PP. Muss mal mit nach vorne hier, damit da was passiert oder was. Oh shit. Oder auch nicht. So. Mandzukic. Alexei, lauf, Junge. Nein, ach Mann, das ist so schlecht, was ich hier mache. Ah, oh, for real. Neuer Keeper. Wow. Ich habe schon gedacht, der geht rein. Ey, was macht der Torwart denn da? Er bleibt erstmal auf dem halben Weg stehen, versucht zum Ball zu laufen, läuft dann jedoch wieder zurück. Ja, da hat er auf Freistoß entschieden. Ja, komm. Ohne zu überlegen. Piqué. Boah, ich... Heute ist es sehr präzise. Ziel Piqué an, ne? Mann, da war im richtigen Moment dazwischen. Iniesta. Ja, was ist denn jetzt hier los, Mann? Hier, ne? Ich verstehe nicht, warum haben die nur 76er Wertung? Der hat 80er Wertung und da steht linkes Mittelfeld, aber er ist doch Stürmer. Bastos, 78er Wertung. Steht doch auf deren Karten, die ich da in meinem Team habe. Warum ist denn da aufgelistet, dass sie 78 und 80 haben? Das ist doch lächerlich. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Ja, genau. Iniesta. Torwart. Weit vor dem Tor nimmt er den Ball auf. Ja, da hat er richtig gut mitgespielt. Das nennt man dann wohl modernen Fußball. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. Mandzukic! Oh! Fehlerfrei, beim zweiten Mal zumindest. Das hat der Schade. Lauf, Leno. Leno. Groß. Und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Piqué. Matic. Oh nee. Das war die einzige Nee, komm. Also wenn da gepfiffen worden wäre, ne? Iniesta. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Nein, oh, der sollte doch auch zu Benzema spielen. Mann. Wechselt der Trainer hinaus und das hat sich ja angebahnt. Denn heute konnte er nicht wirklich überzeugen, oder? Nee, das war heute nicht so stark, aber das muss. Wie tief steht denn der Kollege hier? Wie sagt man immer so schön, runterputzen und weiter. Ach so, okay, ich dachte schon, warum geht der nicht zum Kopfball, ey? Iniesta. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Ja, Training. Er ist in Straucheln gekommen. Beim Training steht man aber nicht mit 100 Leuten hinten drin, ey, du. Das ist echt so. Der hat drei schnelle Leute vorne. Und den... Da will er mit durchpacen, ne? Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Nein! Mann, ey! Ich krieg das auch einfach nicht gebacken hier! Ja, Mann! Rein mit dem Ding hier! Toni Kroos! Oh, Mann, ey! Bringt ihm halt nichts, immer sein hinten drinne stehen. Muss aber mal nach vorne aktiv werden. Okay, jetzt nicht mehr. Hier, zack. Schön noch gegenseitig geblockt und rein mit dem Ding, Junge. Lange hat's gedauert. Jetzt ist es passiert. Lange hat's gedauert. Das erste Tor in dieser Partie. Lauf, Karim. Weiter Ball auf Karim Benzema.
Wow. André Schürrle. Pass in den Strafraum, gut abgefangen. Mandzukic. Nein! Wird angeschossen und der Ball nicht, nicht tun. Walcott. Theo Walcott. Nein! Ja, sehr gut da. Fels in der Brandung hier. Schürrle. Schürrle. Andres Iniesta. Ach Mann, nee, das solltet ihr doch schon von Anfang an zu dem spielen. Mann. Alberto Moreno. Alberto Moreno. Ja, und bei der Ball. Lauf, nein. Oh, Junge, ey. Krass. Eckball? What? Okay, komm. Nichts anbrennen lassen hier. 89. Spielminute. Achso, der ist hier vorne. Ja, der Torwart ist vorne, das habe ich auch gesehen. Ihn gehen! Yeah! Und weg mit dem Ding. Zack. Hey! Kann man pfeifen hier? Andres Iniesta, mit dem kann man auch mal schießen hier. Ach, schade. Egal. Hier wird schon gepfiffen wegen der Nachspielzeit. Ist doch klar, dass die Leute hier Schluss haben wollen. Andres Iniesta! Schade. Kein guter Pass. Jawohl! 1:0 gewonnen. Schön, schön gegen, was weiß ich, 5 Abwehrkette am Anfang oder mit wie vielen Leuten auch immer er da hinten drin stand. Ist es auf jeden Fall egal. Wir haben 1:0 gewonnen und ja, das ist das Wichtige an dem Spiel jetzt. Natürlich lässt das jetzt durchlaufen hier. Können wir nochmal schön sehen. Toni Kroos. Mit dem Tor. Das ist er. Dani Alves, oder Alves, keine Ahnung, wie er mit Vornamen heißt, unser bester Mann, also der Torwart. Ja, hier 10 Punkte, wir halten auf jeden Fall schon mal die Liga, sehr gut. Gut, ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal, euer FIFA-Keeper 2011. Ciao.